Hallo, meine Lieben. Kork ist ein wertvolles Bastelmaterial. Deswegen habe ich Weinkorken und Sektkorken immer schon gesammelt. Meine Familie und die Freunde haben mich fleißig dabei unterstützt. Und so sind mit der Zeit eine ganze Menge zusammengekommen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man aus Weinkorken eine schöne Ablage für heiße Töpfe, Pfannen und Auflaufformen basteln kann. Ein wertvoller Helfer für die Küche. Der Kork kann die Hitze gut vertragen, sodass man die heißen Gegenstände sofort vom Ofen auf die Ablage stellen kann. Zuerst sollte man überprüfen, ob die Korken auch alle eine Länge haben. Meine sind zum Teil unterschiedlich. Ich habe sie so erst einmal lose zusammengelegt. Und nun kann ich anfangen, mit der Heißklebepistole sie zu verbinden. Ich ziehe einfach eine Naht an der Seite entlang und klebe einen zweiten Korken darauf. Das Ganze mache ich glatt auf dem Fußboden oder auf dem Tisch, damit alles schön eben bleibt. Wenn man mit der zweiten Reihe beginnt, dann muss man nicht nur an der Seite den Kleber benutzen, sondern auch noch die runde Stelle, sodass alles gut miteinander verbunden ist. So lange weiterarbeiten, bis die gewünschte Größe erreicht ist. Mein Untersetzer ist nun fertig. Die untere Seite wird meistens sauberer. Hier sieht man sie. Ich drehe sie wieder um, sodass die unsaubere Seite oben ist und verklebe die Fugen noch einmal mit dem flüssigen Plastik, so dass alles schön fest ist. Und damit ist unser nützlicher Untersetzer fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ich euch wieder einmal ein wenig anregen konnte. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.